Libertas Haus, Libertas Haus. Hallo, hier bin ich zum 15. Video und damit zum 14. Abschnitt. Es wird wieder ein sehr, sehr langer Abschnitt. Wir fangen auch gleich an. Grömlitz, Spätsommer 2012. Verfluchtes Wessi-Pack, verschwindet hier! Gellend stürzt sich ein torkelnder Mann in abgewetzter Arbeitskleidung quer über die Wiese, sein Gang unsicher, sein zahnloses Maul zu weiteren Schreien geöffnet, dass der Geifer herausspitzt. Raus hier! Verschwindet dorthin, wo ihr hergekommen seid! Verschwindet! Er hat ein Gewehr, flüstert Tammy bestürzt, nimmt die Longe kürzer, an der sie ein inzwischen nervös tänzelndes Jungpferd führt, und sieht ihre Mutter erschrocken an. Das ist nur ein Luftgewehr, keine Angst, ich rede mit ihm, raunt Corinne und geht zögernd auf den Rasenden zu. Der stolpert mit unsicherem Gang über eine Bodenunebenheit und stürzt fast vor ihre Füße. Na, immer mit der Ruhe, versucht sie mit fester Stimme, den mühsam um seinen aufrechten Gang ringenden zu beruhigen und dabei gleichzeitig Abstand zu halten, um sowohl seinem üblen Atem zu entgehen, als auch der Gefahr, von ihm umgerannt zu werden. Glücklicherweise überragt sie ihn um Haupteslänge. Der Alkohol hat seinen Körper ausgezehrt und er wirkt mager und kraftlos. Ein Hauch von mir könnte den umwerfen, beruhigt sie sich selbst. Die Lautäußerungen des Betrunkenen sind inzwischen zu unverständlichen Lallen übergegangen. Mühsam ringt er um sein Gleichgewicht und fuchtelt dabei mit dem Gewehr. Ihr schießt euch alle! Ist noch halb verständlich, als eilige eine kleine, dürre Frau aus dem Häuschen neben dem Reitplatz läuft und auf den Betrunkenen zueilt. Entschuldigen Sie, murmelt sie mit unterdrückter Stimme. Er hat zu viel getrunken. Er weiß nicht, was er da sagt. Sie eilt auf den Torkelnden zu und versucht, ihn am Arm von der Weide zu ziehen. Der wehrt sich heftig, Drohungen ausstoßend, und es ihm gelingt, ihm die Frau umzustoßen, sodass sie zu seinen Füßen ins Gras stürzt. Auweia, denkt Corinne, die ist ja auch nicht mehr ganz nüchtern. Tammy, geh mal rein mit dem Pferd, weist sie über die Schulter ihre Tochter an. Ich hol die Polizei, das gefällt mir nicht hier. Zu dem wütenden Nachbarn gewandt, sagt sie, bitte verlassen Sie diese Wiese und gehen Sie nach Hause, sonst muss ich die Polizei rufen. Er lacht nur und stürzt auf sie zu, sodass sie nach hinten ausweichen muss, um nicht von seinem schwankenden Körper getroffen zu werden. Das ist meine Wiese! Lallt er. Verschwindet! Verschwindet! Heult er. Eilig zieht Corinne ihr Handy aus der Hosentasche. Die Notrufnummer, welche ist das gleich? 110 oder 112? Zitternd wählt sie die 112. Polizei, das reimt sich, wird schon stimmen. Wird aber mit der Feuerwehr verbunden. Sie schildert die Situation und wird weiter zum Notruf der Polizei verbunden. Bedrohung mit einer Waffe, murmelt der Beamte. Tja, wo Grömlitz? Wo ist denn das? Nähe Halle? Ja, wo genau? Was, Nähe Ettin, an der Saale? Na, da sind wir nicht gerade gut bestückt. Also das kann ein bisschen dauern, bis da jemand kommt. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich habe ein Kind hier und Tiere und dieser Mann ist vollkommen außer Kontrolle. Im Hintergrund hört der Beamte den rasenden Lallen grüllen. Ja, ich höre das, aber bewahren Sie Ruhe, da kommt dann schon jemand. Am besten Sie gehen erstmal weg und lassen denn die Beamten ihre Arbeit tun. Bestürzt beendet Corinne das Gespräch. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Die lassen mich hier echt mit diesem Irren alleine. So ein Scheiß. Die betrunkene Frau war inzwischen am Boden auf ihren Mann zugerobbt und versuchte, ihn am Bein zurückzuhalten, erntete dafür einen groben Tritt vor die Schulter, der sie aufstöhnend zurücksinken ließ. »Lassen Sie die Frau in Ruhe, Sie Grobian, und verlassen Sie endlich die Wiese«, brüllt Corinne entsetzt. »Ich meine Wiese, scheiße, Sie Tante«, lallt der Betrunkene und setzt erneut an, auf Corinne zuzutorkeln. »Das kann doch wohl echt nicht wahr sein«, denkt sie, und geht langsam zurückwärts auf die Umzäunung zu. »Bin ich jetzt tatsächlich völlig alleine mit diesem Irren?« Die Wiese liegt direkt an der Straße, die mitten durch Grömlitz führt, doch diese ist an sich wenig befahren und im Moment ist kein Auto in Sicht, das sie anhalten könnte. Hinter der Wiese beginnt der Wald, daneben ist nur das kleine, verwahrloste Haus mit den vergammelten Hühnerställen, aus dem der Mann und die Frau kamen. Oberhalb der Straße schließen sich die Rückfronten zweier Häuser an, aber auch hier keine Regung. Es sieht nicht so aus, als ob das hier irgendjemand mitbekäme, denkt sie, langsam rückwärts gehend, gefolgt von dem Mann, der sich ob seines Triumphes zu ernüchtern scheint. Schließlich spürt sie in ihrem Rücken den Zaun und fängt an, sich daran lang zu tasten, ohne den Mann aus den Augen zu lassen. »Mom, alles okay?« ruft nun von oben Tammy, die das Pferd offensichtlich im Hof untergebracht hat. »Ja, Schatz, alles gut, bleib, wo du bist.« Sie hat das Tor erreicht, sie spürt den Riegel in ihrem Rücken und öffnet ihn vorsichtig. Sie lässt den Torflügel aufschwingen und schlüpft schnell nach draußen, schließt dabei hektisch das Tor unter sich. Ein Grinsen breitet sich auf dem Gesicht des Angreifers aus. »Meine Wiese! War schon immer!« Dass ich hier nicht wieder wissen, Schwessi-Schlampe, die mache ich alle. Triumphierend reckt er sein Gewehr in die Luft, eine Geste wie aus einem Western, aber lächerlich zugleich bei diesem schwankenden, mageren, abgerissenen Kerlchen. Mann, hoffentlich kommen die bald, denkt Corinne. Das kann auch alles echt nicht wahr sein.
Es dauert 1,5 Stunden, bis endlich der Streifenwagen vorführt und zwei Beamte bei Corinne am Tor klopfen. Sie zeigt ihnen die Behausung des Nachbarn und gibt eine Schilderung der Szene zu Protokoll. Sie folgt den Beamten auf die Straße. Diese klingelt beim Nachbarnhäuschen mehrfach. Alles scheint wie tot. Schließlich jedoch öffnet sich die Tür und ein nun völlig betrunkener Nachbar fällt den Beamten entgegen. Einer der Polizisten versucht ihn zu stützen, doch der Betrunkene wehrt sich heftig und versucht nach dem Beamten zu schlagen und kreischt Unverständliches. Inzwischen sind auch aus den anderen Häusern Menschen gekommen und beobachten die Szene. Der Betrunkene wird von den Beamten niedergerungen und zum Fahrzeug gebracht, hier auf den Rücksitz geschoben. Dabei sprechen beide Beamten beruhigend, aber ohne Erfolg, auf den sich heftig Wehrenden ein. Eine Sache von wenigen Minuten und das Fahrzeug ist mit dem Nachbarn verschwunden. Die Haustür bleibt offen, von der Frau keine Spur. Die Nachbarn ziehen sich murmelnd in ihre Häuser zurück. Absurderweise verspürt Corinne das Bedürfnis, sich zu rechtfertigen. Doch keiner sucht Blickkontakt zu ihr. Sie weichen ihren Blick aus. Sie scheint wie Luft zu sein, obwohl sie doch mitten auf der Straße steht. So, das war's für heute. Ich hoffe, ja, naja, spannend. Weiß nicht, ich hoffe, es hat euch angesprochen. Jetzt geht es ja ein bisschen mehr so Richtung Krimi-Richtung. Und ich meine, es gibt ja bestimmt auch unter uns hier Krimi-Liebhaber. Also ich persönlich mag ja so die Love Story am liebsten, aber ich finde Krimi ist auch ganz gut. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!